Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillbarbecue. Heute machen wir ein Smokerhühnchen vom Spieß und wir machen es euch gleich. Viel Spaß dabei. Draußen regnet es wie Sau und es ist ziemlich kalt, deshalb habe ich mich hier so verkrochen so ein bisschen, aber ich denke auch für ein Video wird es einigermaßen reichen. Ich mache da heute auf dem bräuchigen Pellet Smoker, der Pellet Grill, ist der Bursche hier mit dem Drehspieß drin. Und da bin ich sehr froh, dass ich das Ding habe. Und ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder von euch so ein Ding schon hat, weil die sind ja erst irgendwo im ersten Quartal 2020 lieferbar. Vielleicht guckt ihr das Video später, aber wenn ihr so ein Ding nicht habt und euch nicht kaufen wollt oder könnt, dann könnt ihr das Rezept so auf dem Gasgrill machen, funktioniert auch. Fehlt bloß halt der Rauch dann so ein bisschen. Aber das bloß mal so zum Generellen vorneweg. Wir brauchen für die ganze Aktion ein Hühnchen. Da habe ich sowas hier, 1,6 Kilogramm. Ganz stinknormales Hühnchen. Das hat jetzt keinen Namen. Oder irgendeinen Knopf irgendwo dran, wo du sagen musst, der war jetzt ein besonderes. Ganz normales Supermarkthühnchen reicht für so eine Aktion vollkommen aus. Dann haben wir hier einen großen Schluck Rum. Ob man den jetzt von Havanna nimmt oder von woanders, ist auch real. Genauso wie bei dem Olivenöl ist jetzt meins, aber ihr könnt auch jedes andere nehmen an der Stelle. Beim Barbecue-Rub nehme ich jetzt den Ofer. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr euch den kaufen oder nachmischen. Das findet ihr auf meiner Homepage. Bei Ofen Support ist gemord. Macht wie immer ihr wollt. Dann habe ich hier noch ein Glas mit einem Löffel. Und wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. Ist die Schale noch wichtig, die du jetzt dabei hast? Oh ja, das ist mich aber. Die Schale und die so knüllen Alufolie brauchen wir jetzt bei dem Smoker. Das haben wir als Tropfschale drunter. Beim Smoker zeige ich euch gleich mal. Siehst du, hier hast du unten dieses Blech, was hier so runterläuft, und wenn jetzt da die Tropfschale aufläuft, dann läuft die ja sofort über. Deshalb mache ich unten mal so ein klein bisschen Alufolie, so einen kleinen Knäuel runter, dass die ja nachher gerade steht. Als allererstes machen wir einen großen Schluck Olivenöl. Ungefähr so. Flüssig Gold, wa? Herrlich. Darauf kommt dieselbe Dosis Rum, aber Rum darf man nie reinschütten, ohne in die Koste zu haben. Geht. Perfekt. Und darauf kommt nochmal ungefähr dieselbe Menge an Barbecue ab. Siehst du so hier? Zack. Und das verrühren wir einfach miteinander. Also letztendlich Pi mal Daumen, oder? Da ja, Pi mal Daumen, dass man so eine schöne, Pasta hat. Weißt du, wenn du jetzt statt Rum den Whisky nimmst, auch lecker. Also da kann man auch so ein bisschen spielen. Das ist ja das Schöne beim Grillen, man muss sich nicht immer so hundertprozentig an die Rezepte halten. Also das ist kein Backen. Das kann man so ein bisschen aus der Hüfte rausmachen. Und ja, dann hat man so eine schöne. So eine schöne Würzpaste jetzt an der Stelle, die hält auch an dem Huhn noch ein bisschen besser. Und wir haben jetzt Öl drin, was die Haut nachher so ein bisschen abschirmt, dass die praktisch nicht gleich die volle Dosis an Rauch abbekommt. Und dadurch hast du eine Chance, die knusprig zu bekommen. Wenn du jetzt ohne Öl arbeitest, weil Öl ist jetzt beim normalen Grillen immer nicht so prall, aber im Smoker halt besser, weil wenn du ohne Öl arbeitest, ja, dann verledert die Haut sehr schnell. Und hier schmieren wir das, ich quasi sage, reiben wir das richtig schön ein. Komplett von allen Seiten? Von allen Seiten. Von allen Seiten, und was überbleibt, schmieren wir da innen. Also innen dann letztendlich auch mal. Genau. Ja, dann nehmen wir unseren Spieß und schieben den hier durch den Vogel durch. Da mache ich immer so, dass ich hier die Keulenbeete nochmal hier mit dem Spieß so ein bisschen fixiere, dass sie nicht so hin und her bamseln. Dann schieben wir das weiter und dann die andere Kralle mache ich hier in dieses Bruststück so ein bisschen. Na, in dieses Bruststück drin. Dann haben wir da schon mal safe. Und dann kommt hier die andere Kralle rauf. Und die schieben wir da bloß noch ein bisschen zwischen. So ungefähr so. Dann haben wir den schon hier fertig. Jetzt sind die Leute, die fangen an, die Flügel irgendwie zu sichern. Ich lasse sie einfach bewegen. Das machen die freie Wildbahn ja auch. Jetzt habe ich hier die Schale und packe hier das Aluknäuel hin und setze praktisch jetzt die Schale hier auf das kleine Aluknäuel rauf. Und dann sitzt sie relativ gerade drin. Dann läuft praktisch der Saft da unten nicht links runter. So, Grillen tue ich jetzt relativ einfach. Ich habe hier einfach die normalen bräuchigen Grillpellets drin und schalte den hier ein. Dann drücke ich hier, guck mal, das ist ein Zeichen für einen Broiler. Siehst du das? Oder für ein Grillhähnchen, kann man nennen, wie man will. Das nehme ich, das sind 175 Grad. Also ich persönlich würde jetzt auf 180 bis 200 grillen, aber wenn die sagen 175, dann nehmen wir die 175 einfach mal an und machen das, wie der Hersteller sich das gedacht hat. Hier drüben schmeiße ich jetzt die Rotisserie an. Und dann siehst du, Vogel dreht sich, Grill startet. Jetzt warte ich, bis der Grill die 175 Grad erreicht hat und pro Kilo eine Stunde rechnet man so. Also jetzt hat man 1,6 Kilo, dann würde ich sagen, so mit dem Dreisatz grob hochgerechnet, eine Stunde 35, eine Stunde 40,
Dann sollte der fertig sein. Könnt ihr dieses Hähnchen jetzt auch auf einem normalen Smoker grillen bzw. smoken? So ohne Spieß oder so? Ja. Ja, kann man machen, dann würde ich aber den Rücken rausschneiden mit einer Schere und den so auffächern und flach hinlegen. Dann geht das auch sehr gut, weil sonst hast du immer so Druckstellen, ganz komisch. Und dann legst du praktisch die Haut nach oben und dann kriegst du auf dem Smoker auch super schön hin. Wenn ich auf meinem Kanal mal umschaust, dann habe ich auch irgendwo Smokerhühnchen, ist irgendwo schon zu finden. Vor 10 Minuten sind wir jetzt schon auf Reiseflughöhe. Du siehst, da ist Bewegung drin. Rauch hält sich in Grenze, muss ja auch nicht. Herrlich. Und dann dreht er schön vor sich hin. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, 1,5 Stunden sind rum. Guck mal, so sieht unser Vogel aus. Ich habe schon mal Kerntemperatur gemessen. Wir liegen bei knapp 70 Grad. Jetzt sieht man schon mal schön braun aus, ist aber noch nicht knusprig. Und deshalb werden wir jetzt nochmal den Grill hochheizen. Dazu drücke ich einfach hier die Power-Taste. Da steht 315 Grad. Und der Grill gibt jetzt richtig Vollgas, dass er immer richtig hochschießt. Und da lassen wir jetzt mal 10 Minuten, Viertelstunde ganz kurz ziehen. Weil die Temperatur ist natürlich nicht gleich bei 315 Grad. Die wird jetzt Stück für Stück ansteigen. Also wenn wir jetzt von jetzt an eine Viertelstunde warten, dann sollte es schön knusprig sein, die Haut. So muss es aussehen. Blubbern und brutzeln, herrlich. Und jetzt befreien wir den Vogel von der fürchterlichen Hitze. Und dann wird die essen. Herrlich sieht er aus, oder? Das Keule saftig ist, weiß man ja, deshalb nehme ich mal hier so ein schönes Stück Brust, was wir uns hier rausschneiden. Oh, herrlich. Dann gucken wir mal. Oh, nicht schlecht, wa? Hier. Und in die hohle Birne ohne Schnauze verbrennt. Ganz zarter Rauchgeschmack dran, also jetzt nicht. Nicht wie so ein, nicht wie ein Kassler. Oh, wenn du drückst, ja. So Matsche. Genauso muss es sein. Also, Fazit dazu. Rauchen, Smoker mit einem Drehspieß. Nee, brauchen wir nicht. Aber haben es besser als brauchen wir. Wenn du so ein Gerät hast, muss ich sagen, ist so ein Broiler, auf dem Gerät mal so zu machen. Oh, Pelle, sowas mag ich sehr. Und dann ist es eine Pflichtveranstaltung, einen ordentlichen Broiler oder ein Grillhähnchen auf dem Gerät zu machen. Geschmacklich, mega, bleibt allerdings auch ein Broiler. Also ist jetzt nicht, dass jetzt ein Hühnchen plötzlich schmeckt wie Fasan, sondern ist immer noch Hühnchen und sehr, sehr lecker. Wie gesagt, ich habe euch schon gesagt, wie man das auf dem Smoker normal machen kann. Oder auf dem Drehspieß. Ist immer wieder ein großer Spaß und so einfach ist es gemacht. Also bei 175 bis 200 Grad. Pro Kilo ungefähr eine Stunde drauf lassen und am Ende nochmal richtig hochdrehen, dass die Kruste richtig knusprig wird. Und so einfach macht man so Hähnchen. So einfach hat man uns schnell einen wohlwollenden Kommentar da gelassen oder einen Daumen nach oben. Das könnt ihr nicht machen. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Und nicht den Spieß anfassen. Ich wollte nämlich gerade schon wieder hier, nicht mit blanken Händen. Der ist nämlich heiß. Saftig, ey. Geil. Mmh.